sieht man hier den Seiryu-Stein oder auch Mini-Landschaft genannt. Ja, der Stein bietet sehr viel Struktur. Man sieht auch einige Mineraleinschlüsse im Stein. Der Stein gibt sehr, sehr viele Mineralien ans Wasser ab. Besonders mit der Zugabe von CO2 lösen sich mehr Mineralien. Und ja, das lässt den GH ziemlich in die Höhe schnellen. Das heißt, wenn man das nicht möchte und trotzdem nicht auf die Mini-Landschaft verzichten möchte, muss man regelmäßige Wasserwechsel machen, um so den Leitwert ziemlich niedrig zu halten. Auch ein sehr schöner Stein. Dieser Stein ist im Gegensatz zum Drachenstein sehr, sehr schwer. Das heißt, wenn man pro Kilo bezahlt, bekommt man dann auch weniger Steine. Für den Bodenaufbau benutze ich wie immer Lava. Hier habe ich jetzt Lavasteine in der Körnung 3 bis 7 cm. Alles aus dem Baumarkt, sehr günstig dort. Lavasplit in der Körnung 1 bis 2,5 cm. Und für die Zwischenräume zu stopfen, schwarzen Kies von der Firma Dennerle. Zur Sicherheit sitzt der Außenfilter in so einer Plastikschale mit Wasserwarner. Ja, der hat hier unten zwei Elektroden. Ja, und wenn der Stromkreislauf geschlossen ist, fängt das Ding mordsmäßig an zu piepsen. Ja, Sicherheitsvorkehrung, denn mir ist es schon passiert, dass so ein Ding angefangen hat zu dropsen. Ich weiß aber, woran es gelegen hat. Und zwar habe ich die Dichtungen hier innen drin einfach mit Vaseline eingecremt und das hat funktioniert. Das Ding ist wieder dicht, funktioniert einwandfrei. Hier im Bad habe ich meine Umkehrosmoseanlage stehen. Also das Frischwasser kommt von hier, geht erst in den Feinfilter rein, dann hier rüber in eine Kartusche mit Aktivkohle. Dann hier oben nochmal durch eine Membran, fließt dann hier unten weiter. Und zwar habe ich hier jetzt noch nachgeschaltet einen Silikatfilter. Ja, da ist so ein Mischbettharz drin, das ist blau. Und wenn die Kügelchen mit Silikat gesättigt sind, dann wird das Ganze gelb. Das zeigt mir dann an, wenn es wieder Zeit ist, eine neue zu kaufen. Das Wasser fließt dann hier in einen 60-Liter-Tank. Und in dem Tank ist eine Teichpumpe, die schafft 3.500 Liter pro Stunde. Ja, und mit der pumpe ich dann das Osmosewasser in meine Aquarien. Der Schlauch ist circa 20 Meter lang. Ja, und die Pumpe, die 3.500 Liter pro Stunde schafft, reicht völlig aus. Ja, die Umkehrosmoseanlage schafft 190 Liter am Tag. Das ist vollkommen ausreichend für meine Bedürfnisse. Ja, und wenn ich neue Aquarien fülle, dann dauert es halt etwas, bis sie dann voll sind.